Zurück nach Österreich. Da will Innenminister Kickl jetzt härtere Strafen für Drogenlenker und mehr Rechte für Polizisten in diesem Zusammenhang. Sie sollen dann Feststellungen treffen dürfen, die bisher Amtsärzten vorbehalten waren. Innenminister Kickl will zusammen mit dem Verkehrsministerium hart gegen Drogenlenker vorgehen. So sollen ab August speziell geschulte Polizisten entscheiden, ob ein Lenker Suchtgift beeinträchtigt ist oder nicht. Bislang durfte das nur der Amtsarzt. Danach gibt es einen Bluttest. Fällt auch dieser positiv aus, drohen wesentlich härtere Strafen als bisher. Entsprechend den Strafen bei über 1,6 Promille Alkohol im Blut. Ich freue mich darüber, dass wir jetzt vom unteren Ende quasi in der Vergleichbarkeit mit der Bestrafung für Alkoholdelikte weggekommen sind und dass wir uns das obere Ende hernehmen. Das heißt eine saftige Geldstrafe bis zu 6.000 Euro und einen Führerscheinentzug von Minimum 6 Monate. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch eine generalpräventive Wirkung in diesem Bereich hat. Vor allem in Wien geht die Polizei davon aus, dass bereits mehr Menschen unter Drogeneinfluss am Steuer sitzen als Alkoholisierte. Wir stellen fest bei entsprechenden Schwerpunkten, dass wir schon deutlich mehr Drogenlenker als Alkoholenker haben. Das heißt, da reden wir nicht von überspitzt, sondern das ist eine Tatsache, da müssen wir ins Auge schauen. Und es ist, glaube ich, jetzt die Zeit gekommen, wo man tatsächlich dem den Kampf ansagen muss. Für Teile der geplanten Gesetzesänderung braucht es eine Verfassungsmehrheit. Kickl geht aber davon aus, dass die Opposition dieses Vorhaben unterstützt.